Bonjour, Madame et Messieurs. Wenn wir da mal französische Zuschauer ansprechen. Ja, Nein, genau. Spaß. Aber das macht die Begrüßung schon vorbei. Ja, 37 sind wir. Das stimmt. Speaking in tongues for the Talking Heads, oder nur Talking Heads, nicht the Talking Heads. Eine Band, wo kennt man die? Würdest du sagen, weißt du als Person, die 80er erlebt hat, das Album ist von 83, Oder bin ich schon noch haben ein bisschen die, jung gewesen? das stimmt schon, aber haben die trotzdem, ist der Name in deinem Hirn schon gewesen? Ja, das war schon gewesen, aber was aus den 80er Jahren mir bekannt war, das kann ich nicht sagen. Ich konnte es aber auch nicht können zuordnen, weil so vieles ja. Wir haben schon ein paar Mal davon gehabt. Also man kennt die Lieder und man kennt den Bandnamen, aber was man weiß, ist immer schwierig. Ja, das was gehe. Aber die habe ich, ja, das ist mir schon ein Begriff gewesen. Soll ich dir sagen, wie ich auf die gestoßen Ja, bin? erzähl mal. Also ich habe so eine Filmseite, wo ich so öfters abhänge, nämlich Letterboxd. Und dort hat es so die bestbewerteten Filme, oder? Es gibt halt so die bestbewerteten einfach so narrative Feature-Films. Dort sind halt so Sachen wie Parasite und so das bestbewertetste. Aber dann, wenn du einfach so allgemein auf Films gehst und dann Bewertung anschaust, dann kommen auch Sachen wie Konzertfilme und Dokus und Miniserien und so Sachen. Und zum Teil halt höher sind als Parasite. Und das ist gar nicht höher, aber was dort gehört, ist Stop Making Sense von, also ein Konzertfilm ist von Talking Heads. Und Das ist ich über hätte, das Album, glaube ich, oder? Oder dieser das ist über Zeit, mehrere oder? Alben, Okay. aber unter anderem Lieder von da, ja. Also halt Lieder von mehreren Alben sind, kommen dort vor. Und das Cover ist halt so einfach so der Shot von David Byrne, also der Leadsänger, so einem übergroßen Anzug. Und ich so, hä, das sieht so krass aus, weißt du, da habe ich draufgeklickt und so, ah, das ist ein Konzertfilm. Ich kenne die nicht, aber egal. Und es hat so richtig krasse Bewertungen, hat auch schon was gehabt. Und da sehe ich, dass die auf so einer Streaming-Plattform liegt, auf Besitz. Und da habe ich einfach mal gelost, noch geschaut, besser gesagt. Und das war einfach so gut gewesen. Und dann habe ich so in der Zeit drauf halt immer wieder so die Spotify-Version von dem Film gelost. Ja. Und ja, also nach langer Zeit auch immer nur Live-Sachen von dem gelost. Noch einer hat, ja. Ich kenne jetzt keine Live-Sachen, aber sind die. Die sind stark, es tönt nicht live. Also, Es tönt sehr gut, manchmal sie es nicht Vorgriff, so. aber von dem Album ja auch ist jetzt eigentlich noch komplex, was machen, finde ich. Ja. Und klar, Studioalbum. Ist alles perfekt, tut wirklich gut. Oder bringt jetzt auch eins auch live angebracht. Ja, also ich kann den Film sehr empfehlen. Okay. Es ist nicht nur, also eben, es tönt richtig gut, wenn man so einfach die Spotify-Version anhört, also zum Beispiel von Burning Down the House habe ich immer die gelost, aber ich glaube jetzt höre ich immer die Live-Version. Und es ist, also manchmal ist es halt auch ein bisschen anders, wenn sie noch andere Musiker halt dazu geholt zum Teil. Der James Brown, ist der James Brown? Ich glaube. Den Namen kommt mir Kann bekannt vor. sein, das ist so ein. Weißt du, sein Titel war? Ich glaube, der kommt Bla aus bla dem bla auf Film vor. Funk, meinte ich. Ah, The Godfather of Funk, Das ist glaube möglich. ich. Weil das sagt sie, glaube ich, so mal jetzt so. Es kommt ganz so: James Brown, James Brown. Also, he still is the Godfather of Funk after all. Irgend so etwas. Das wird passen. Ja. Jedenfalls, very good movie und da habe ich die kennengelernt. Und ja. Also wir sind jetzt hier beim fünften Studioalbum. Release, 1.6.83. Irgendwo also 82, glaube ich, Ende 82 angefangen mit der Aufnahme. Und das war der kommerzielle Durchbruch gewesen. Wenn du jetzt sagst, sie haben einen Haufen Gastmusiker gehabt, haben sie eigentlich hier ja auch noch Gastmusiker gehabt beim Studio. Wenn man aber schaut, wer als Band, das sind ja vier Personen. Das Der stimmt. David, wie nennt man den Nachnamen? Burn. Byrne.
Jerry Henderson, Tina Weymouth und Chris Frantz wahrscheinlich. Und die haben, das ist nicht nur, dass jetzt steht halt Vocals, Keyboards, sondern es steht dann halt noch viel, viel mehr. Also, ja. Ich glaube, die haben eben halt ein bisschen vieles können und das wahrscheinlich auch im Studio natürlich dann ja mehreres gemacht, was halt möglich ist. Mhm. Und dann, wenn du live gehst und alles, was du hören, dann brauchst du natürlich mehr Leute. Würde einleuchten. Ja, das stimmt. Was ist jetzt da von der, also irgendwo habe ich geschrieben, American Rock Band. Sie sagen American Rock Band. Aber das ja. Trifft so eigentlich für ja, mich Rock nicht. Ja, also ich habe da mal die Genre aufgeschrieben, die gerade bei Google kommen. Das ist halt so New Wave, Funk, Art Rock und Synth Pop. Mhm. Also ein fetter ja, Mix. Das, ja, musst aber glaube ich auch alles zusammen mixen, habe ich das Gefühl. Ich wollte sagen, das trifft es euch noch gut, dass da so viele Genres kommen. Bei Wikipedia steht bei dem Album noch Funk Rock. Okay. Also zu denen, die du gesagt hast schon. Ja, also Funk kann ich ja auch und Art Rock. Mhm. So ja. Also Funk gehört man raus, ne? Bei jedem, aber auch mal ganz sicher, habe ich mir so aufgeschrieben. Ja. Also ist auch cool, dass sie so bunte Mix haben. Macht halt ihren Sound auch sehr einzigartig. Wenn du halt so rausgehörst, von welchen Genres sie da sind. Mhm. Aber die Mischung macht es dann halt aus. Also die Mischung der einzelnen Lieder, jetzt nicht irgendwie. Es ist ja nicht unbedingt so, dass so ein Lied kommt, wo genau ein Genre ist und das nächste ist anders. Sondern sie haben halt so die Influencer so in die Lieder mit ihr genommen, was du schon mixt. Mhm. Ja, aber eigentlich variiert es nur in dem. Ja. Also sie ziehen ihr Ding durch, da kommt eigentlich bei jedem von diesen 9 Lieder. Und dann hat sie so kleine Nuancen, dass dann eben eins ist vielleicht mal ein bisschen bluesig. Ja, genau. Das schon. Gefühl geht so richtig. Hat ein bisschen etwas von Blues, also dann hat etwas Schwerpunkt. Von Funk. Genau. Aber so das Grundgerüst, Schema, Bauplan ist eigentlich immer das Gleiche. Ja. Die Lieder sind ja alle eigentlich ziemlich lang. Also alle so um die 5 Minuten. Ja. Ja, plus minus. Die meisten sogar über 5 Minuten. Also, ich meine, das kürzeste Lied ist 4 Minuten und 1 Sekunde. Nein, nicht. Das dritte. Girlfriend is better. Also das geht bei mir 5.43. Oh, People habe ich 3 Minuten 31. Das geht mir 5.06. Okay. Ah, weißt du was? Ah, sie haben so, wo sie die LP released haben, wahrscheinlich haben sie einfach nur eine Platte wollen. Und dann haben sie so ein bisschen gekürzt. Und weil es gibt aber einfach so 41 Minuten, sag. Da mir gehört dann ist 47 Minuten. Weil man die zwei Bonus-Tracks auf Spotify abzählt. Auf Spotify gibt es leider nur Deluxe. Also. Genau, das ist Deluxe und da hat die lange. Genau, also die, was mir los ist, eigentlich CD und Kassette oder so. Mit 47. Ja, das hat locker also Platz auf der CD. Ja. Platte wird schwierig. Und sind das dann, was ich auch immer in dieser Zeit gegeben, ist ja dann Single-Auskopplungen. Und dann hat es auch immer noch Maxi-Single gegeben. Wo ja. Eigentlich einfach eine längere Version häufig drauf war. Mhm. Vielleicht sind das zum Teil auch die Maxi-Single-Versionen. Das kann sein. Das ja, du hast recht, auf Spotify. Ich kopiere es mir von Wikipedia einfach. Ja, dort nehmen sie halt das Original. Da ist es Slippery People, ist 331. Mhm. Ich bin ehrlich, manchmal könnten die Lieder auch von mir aus einfach 3 Minuten sein. Ja, ja, nicht schlimm. Aber, also ja, ist nicht schlimm. Mhm. Kann nichts, muss von mir aus nicht alles 5 Minuten sein. Wir können immer wieder Lieder einsteigen. Das erste Lied ist in dem Fall eben schon das kürzeste mit den 4 Minuten, nämlich Burning Down the House. Das ist auch eines von ihren grössten Lieder. Ich glaube sicher damals. Heute glaube ich nicht mehr so groß wie damals. Oder also immer noch groß, aber ich glaube damals war es das grösste. Meinte ich.
Eben, ich habe zuerst Live-Version gekannt. Die Version habe ich auch schon gehört, ich habe auch schon mal gehört. Ja, was war dein erster Eindruck gewesen? Also das Lied habe ich auch schon gehört. Hat es vielleicht nie so bewusst gehört. Ja. Ja, das ist halt, glaube ich, ein Song, der schon typisch ist für sie. Ja. Jetzt, also das Schema haben wir es jetzt nicht so rausgeschrieben, aber es war für mich schon schwierig gewesen, weil es jetzt elektronisch und weil es echtes Instrument was so Ja. gell? Hat wegen Synthesizers und so Ja, wahrscheinlich. das ist recht von oben. Alles ist recht ziemlich dicht. Und es hat irgendeine Basslinie und dann Melodie liegt eigentlich im Gesang. Und da hat es viele so kurze Harmonietöne. Und das ist dann oft E-Gitarre oder eben Keyboard oder irgendwoher kommt denn das. Und das ist aber dann recht so vielschichtig. Jetzt gibt es etwas ganz Dichtes. Ja. Und da haben sie jetzt relativ lang so ein Intro. Lang ist nicht, aber es fängt da ganz leise an, oder? Mit den Leuten, so ein Fade-In. Und da ist noch lang gezogen, dann geht es dann schon los. Jetzt hat man auch wieder so ein Outro. Ja, und das ist auch so durchziehen. Da macht es oft sehr gut. Das stimmt. Da der Text. Also ich habe jetzt nicht so bei allen mega Text angeschaut, das ist oft so sehr impressionistisch. Ja, kann ich ein bisschen abstrakt. Jetzt auch nicht unbedingt so glasklar, was da so mega bedeutend ist. Da ist einfach Burning Down the House. Und ich glaube, dass, also ich weiß nicht, ob das so ist, ich wahrscheinlich nicht unbedingt. Aber irgendein random Guy hat auf Genius einen Kommentar geschrieben, nicht mal so eine, also eine Highlight-Sache, sondern ganz viel ausgelöschter Kommentar. Und der hat gelesen. Und mit dem haben wir auch gestern über Max Frisch geredet. Weil der Typ hat geschrieben, also, ja, es gibt so ein Max Frisch Theaterstück, wo es darum geht, wo irgendwie heißt Die Brandstifter. Und dort geht es so darum, dass so eine. So einfach am Chillen ist und er hört so überall in der Nachbarschaft brennt Häuser, aber wegen Brandstifter. Und dann kommen so zwei Leute zu ihm heim und er weiß irgendwie, dass die Brandstifter sind, aber er ist so mega gastfreundlich und die wollen so im Estrich schlafen und er so, ja, okay. Und dann bringen die so Ölfässer und er so, okay. Und dann sagt er also irgendwie im Publikum so, ja, ich bin nicht blöd, ich weiß, dass sie Brandstifter sind, aber die werden schon nichts machen oder irgend sowas. Und am Schluss brennt halt sein Haus, aber das ist halt irgendwie eine Lehrgeschichte ohne Lehre oder sowas, hat er es genannt. Und der Typ hat so rausgepointet, dass das so mega auf das Lied passt. So, und vor allem so bestimmte Lines hat er rausgepointet, so, ja genau die Line ist zum Beispiel da das Nachtessen mit diesen zwei Leuten, zu dem passt und so. Und irgendwie am Anfang ist irgendwie so eine Line so ähnlich wie so, ah ja, you might get what you want. Und da sagt man also, ja, er weiß halt, dass es abbrennt wird und wenn du aufpasst, dann passiert es wirklich, bla bla. Ich habe es auch irgendwie noch krasse Connection gefunden. Wenn jeder denkt, dass so Talking Heads mit einem Schweizer Theaterstück verbunden ist, vielleicht. Er bestätigt es nicht. Ja. Aber der David Byrne ist ein sehr exzentrischer Typ und von dem her kann man sich das irgendwie noch vorstellen, also dass ich Ja, sicher. kennt. Ja, sonst auch da nicht mehr so witzig, gell? Gar nicht. Das zweite Lied wäre Making Flippy Floppy. Und da ist auch schon beim ersten recht, bei sehr vielen Liedern von da, in der Mitte nicht mehr so zwar, aber trotzdem bei vielen Talking Heads Liedern. Alles sehr ohrwurmig. Also beim Burning Down the House, vor allem. Das weiß Ja, man gar das nicht, wie es sieht. sicher. Und Making Flippy Floppy weiß ich jetzt gar nicht mehr, wie es gegangen ist, aber, also so 100%. Aber beim Losen habe ich auch wieder sehr catchy gefunden. Ich hätte jetzt auch nicht wieder nachher gerade abrufen. Making Flippy Floppy. Ja, sonst,
Ich habe oft, eben, es ist eigentlich so der ähnliche Aufbau wie bei einem da in der Haus. Also das zieht es da durch. Wird dann aber auch mal zwei Stimmen gesungen. Mhm. Snap into position. Das geht die, das los? Da mache ich jetzt noch öfters mal. Ja. Beim Stop Making Sense sind also Background-Sängerinnen. Und was da hat, ist ein bisschen ein Instrumental-Solo drin. Mhm. Und das tönt ganz speziell vom Klang. Habe ich das eigentlich noch nie gehört. Wo ist das? Hast du aufgeschrieben? Nein, die Zeit habe ich nicht aufgeschrieben. Es ist rein von der Besetzungsliste, wenn man schaut, muss das Double Violin sein. Auch noch nie gehört. Wenn das googelst, kommt auch nichts Schlaues. Aber das könnte sein, also es tönt wie eine elektrische Geige. Und Double könnte sein, dass sie einfach dann doppelte Seite hat. Oder eben 2x5, was auch speziell ist. Ja. Weil eine Geige hat nur 4 Seiten. Aha. Aber kann sein, dass es gibt ja auch 4 Seiten Bass, ist doch der Standard, es gibt ja 5 und 6 Seiten. Und dann je nachdem gegen oben erweitert. Ja. Und da könnte alles sein, dass es gegen nur tiefere Seiten hat. Ich werde jetzt mal probieren, den Part zu finden. Mein Schnitt da. Mal. Okay. Das klingt schon noch irgendwie... Es klingt ein bisschen wie Sitar, E-Gitarre... Ja... Giga, kann man sich noch vorstellen. Stimmt, es ist ein bisschen schwierig. Personal Start, Double Violin. Krass. Ja. Speziell, ja. Da im Text kann ich einfach sagen, dass das so wieder so ein Classic David Byrne Text ist, mit so über... dass die Menschen ein bisschen komisch sind. Ich glaube, das kommt auch so ein bisschen davon. Also übrigens, Writing Credits haben da immer alle. Aber wenn der Byrne halt Singer ist, nehme ich an, es kommt auch oft halt von ihm. Und das ist halt so ein Thema, das er so öfters hat, weil er hat halt, wenn ich das richtig verstanden habe, Autismus oder ist auf dem autistischen Spektrum. Und wegen dem hat er es halt immer schwierig gefunden, so sich in die Norm. Also weißt, er hat sich halt wie nicht normal gefühlt, er hat nicht so genau gecheckt, wie Menschen funktionieren und so. Mhm. Und dann hat es auch halt auch mit seinen Liedern so verbunden. Oder auch in seinem Film, den er gemacht hat, wo ich blöderweise den Namen vergessen habe. Vielleicht fällt es mir nachher noch ein. Und das wäre es bei mir zu dem Lied. Würdest du zum nächsten? Das können wir machen. Mhm. Der Film heißt, ich habe es gerade auch nachgeschaut, der Film heißt True Stories. Der ist auch cool. Das ist auch Schauspieler, als Schauspieler wie. Ja, das dritte ist Girlfriend is Better. Genau, das ist jetzt für mich so der Funk, den ich rausgehört. Mhm. Für mich ist da der Track, wo eigentlich sehr, sehr elektronisch ist eigentlich geschrieben. Aber es kann sehr, sehr einfach schwierig gefunden, auch rauszuhören, was ist. Oder? Das kann sein. Also ich höre auch eher noch einen Bass. So. Ja, aber Bass ist theoretisch auch elektronisch. Aber das sind schon mal keine echten Drums. Das ist eine E-Gitarre. Aha. Das stimmt. Und da wieder so aus speziell. Da sieht ihr hoch, das ist das Keyboard, kann das ja mal sein. Schon geil, was immer. Sie sprenkeln immer so Zeug ein und manchmal so nicht richtig bemerkst, habe ich das Gefühl. Aber plötzlich ist es einfach so, da leislich so ein Klavier, so bibidi bibidi bibidi. Ja, aber es hat so einen Ablauf und da ist es jetzt so wieder ein bisschen Dialog. Mhm. So. Bass, so, wenn es nur zwei, drei Töne sind und dann kommt das hoch, also als Antwort. Mhm. Dann geht halt immer so rüber. Dann gibt es das Wechselspiel. Ja.
Ja, viel mehr habe ich eigentlich auch nicht. Ich habe einfach noch groovig, cooler Mix, Bassstimme, hohe Keyboard-Klänge. Das habe ich Ja. cool gefunden. Da ist auch noch ein Lied, wo der Film Stop Making Sense den Titel hat. Da ist die Line, As we get older and stop making sense. Und das Lied hat sich auch in einem Film gespielt und irgendwie hat sich natürlich dazu entschieden, da ist Titel nehmen. Da ist da einfach noch. Ja. Und das vierte wäre dann Slippery People. Ich vergiss wieso, aber ich habe da Kirche geschrieben. Ja, das, ich, für mich hat es so Ah. ein bisschen Background Vocals, so ein bisschen Stimmt. Gospel-stilmäßig. Und ich glaube, sie erwähnen da immer so ein bisschen Lord. Das kann sein, da wüsste ich jetzt nicht mehr. Aber da ist ja so das Typische, was jetzt vorher nicht. Also, steht. Sie schafft, glaube ich, gerne so mit Background Vocals, aber da sind sie einfach sehr gut hörbar. Weil es halt. Es ist der Gospelstil und der relativ präsent. Und ich dann noch gehört, das sind so Kastagnetten, habe ich das Gefühl gehabt. Das Geklapper. Castagneta, das kann gut sein. So hat es. Aber wo jetzt, also vorher habe ich gesagt, das Ever Girlfriend is better. So richtig Funk kann ich jetzt da nicht so sagen. Oder? Eben ist jetzt Chile, die ist es nicht. Aber ich habe das Aber Gefühl, war das so richtig es hat so Gospel? einen Dance-Rhythmus ja auch ein bisschen. Ja, es hat, der E-Bass macht mir am Anfang etwas Cooles. Okay. Der Elektrobass. Ich kann so schlafen lassen. Ja, ich will es auch laufen lassen. Das ist jetzt eine Drummaschine und im Hintergrund schon ein E-Bass. Ja, man hört den schon. Gut, eigentlich, wenn du jetzt hier erzählst, oder ist es eigentlich auch, also ist immer gleich viel Takt, kommt etwas Neues dazu. Das haben wir schon oft gehabt. Ein zweiter, ein vierter, das ist nicht so eine Teilung. Macht Sinn. Und das läuft noch einfach weiter durch. Aber da einfach stört es halt auch, das passt gut aufeinander, zueinander. Ja. Und darum. Da haben wir schon Probleme gehabt, wenn sie das irgendwie haben versucht zusammensenden, dass es dann irgendwie zu viel geworden Zu viel. ist. Da ist es eben, es ist mutig viel, aber auch nicht zu wenig. Es läuft Aha. gerade so richtig tüpft, habe ich das Gefühl. Okay. Vielleicht meinst du, also stimme ich nicht zu, aber vielleicht meinst du das Kendrick-Album. Ich weiß nicht mehr, welches. Es ist Mega mehr Sample, einmal das mega Gleiche. Ich Sample und weiß zu gar nicht. viel. Ob Samples sind wirklich. Ja. Aber es muss einfach zueinander passen. Das brauchst du das wahrscheinlich das Gefühl dafür. Denn was passt, klar, rhythmisch muss passen. Da kannst du nicht irgendwie etwas gegenläufig zu haben. Ja, ein bisschen gerade Erfahrung. Ich meine, das ist nicht ihr erstes Album, ist das, haben wir gesagt, das fünfte. So ist es. Also sie haben schon einiges gemacht. So, das stimmt. Jetzt Ja, dann kommen kommt das wir. Pfeifi. Ja, also jetzt muss ich sagen, also alle Lieder bis jetzt habe ich very much gern. Und jetzt kommen so vier Lieder, die mich einfach so irgendwie nie richtig jucken. Ja, das ist mir am Anfang gleich gegangen. Ich kann schon mal sagen, am Schluss kommt dann der Banger vom Album, meiner Meinung. Aber jetzt kommen so vier Sachen, wo ich mir einfach so denke, so, also, ist nice zum so aha zum los, aber ich hätte es nicht so, wenn ich genau gelost habe, hätte ich mir mega gedacht, so ja. Ja, Keine eigentlich Ahnung. genau gleich. Das Ja. nächste ist. I Get Wild Genau. oder Wild Gravity. Da ist einfach düster ein bisschen das Gefühl. Ja. Ominöser, so ein bisschen. Aber eben, sonst ist es ihren Stil, was durchziehen. Aber mich hat es jetzt einfach nicht so. Irgendetwas hat gefehlt da, zum Ja, sagen, ja, mal, das ist jetzt es ist nochmal etwas anderes besser. es Ah, wirkt jetzt viel gar weniger nicht speziell so. so. Ja. Und mehr habe ich eigentlich auch nicht. Ja. Swamp weiß ich, dass da viele Leute glaube auch gerne haben, weil ich glaube, das ist auch ein bisschen anders so vielleicht.
Da habe ich jetzt ein bisschen den Blues gehört. Weil es im Rhythmus nicht so gerade läuft, sondern also nicht jetzt eine Zweier-Vierer-Teilung, ja, sondern eine Dreier-Teilung. Okay, ich will noch kurz den Ear hören, weil ich weiß nicht mehr so 100%. Ah ja. So, da steht. Oder da ist der Arsch. Hey. Ja, das ist schon noch. Der Hintergrundbeat. Und das ist anders als bei allen anderen. Ja, also der ist noch, wie sagt man, Honorable Mention. Der Rock Dinkert singt da ein anderer, ich habe es aber nicht herausgefunden. Das, das ist einfach anders. Das ist der Davy Byrne. Das ist einfach irgendwie tiefer. Ja, er steht zuerst immer ein bisschen so tiefer, so, wie sagt man so. Aber es wirkt, wie wenn er anders würde singen. Ja. Aber es ist der David. Moonrocks wäre der nächste. Da geschrieben, er ist Moonrocks. Und es hat eine ganze Welt an Sachen, aber halt nicht so mega. Nicht so geradlinig halt. Einfach Weltall. Bildersachen. Vom Text. Naja. Ja, ich habe wieder ein altes Schema. Ja. Aber eher altes, also eben auch nicht. Ist halt auch so der. Ja. Ist nicht etwas Überraschendes dabei gewesen. Eben da, weißt du, so die, da habe ich mir auch so gedacht, so, Bro, muss ich jetzt 5 Minuten 45 sein? Ja. Probably not. Das wäre übrigens 5 Minuten 03 auf der Platte gewesen. Okay, immer noch 5, aber ja. Also nicht viel besser. 508 der nächste. Pull up the roots. Was ist denn gleich lang? Das ist genau nichts aufschreiben. In dem Fall genau auch nichts. Nice. Es ist mir einfach nicht etwas hängen geblieben, was jetzt so erwähnen sollst. Ja. Und ich habe mir dann einfach gedacht, so, ja, jetzt mach noch 5 Minuten durchstehen für den Banger vom Album. Also, du hast das schon kennt. Ja, das ist eines von meinen absoluten Lieblingslieder. Okay. Und da habe ich immer die Live-Version gelost. Und irgendwann habe ich die Version gelost. Und habe gefunden, die, ist so, die hat zu wenig Power. Aber irgendwann habe ich gemerkt, so, ja, die sollte eigentlich nicht viel Power haben, die sollte auch so ruhig sein. Wir reden übrigens von This Must Be The Place, Klammer, Naive Melody. Da ist mir einfach sehr bekannt vorher. Vielleicht hast du da mal irgendwo laufen. Das kann sein, aber da ist auch einer von ihnen bekannt. In der Autos, ja, er hat ja 183 Millionen Aufrufe. Ja, so muss das. Deluxe. Nein, das Album. Ist vor allem, dass du meinst, einfach nicht live Version. Ja, nicht live Version, ja. Ja, aber das ist jetzt die gleiche die Version halt. Ja. Ja, das ist wirklich. Das ist am andersten vor allem. Also, der, ich würde sagen, ist am meisten am so Ausreißen von ihrem anderen Sound auf dem Album. Weil es halt ruhiger und halt ein bisschen, ich weiß nicht unbedingt weniger, aber. Ein bisschen anderes Feeling. Ja, ich habe das Gefühl, ein bisschen weniger Elemente drin. Es ist aber nicht so ganz dicht von oben. Und die Melodie, es hat dann doch die Naiv-Melodie. Genau, die Naiv-Melodie. Ist jetzt nicht nur im Gesang. Ja. Das ist also, wieder ein eigenes Keyboard, glaube ich. Gesehen, oder? Ja, da so ein bisschen leidet. Ich denke, manchmal tönt es so ein bisschen wie ein. Ich weiß nicht, ob ich einfach lasse, aber er hat so ein bisschen durch wie eine Flöte, oder das stimmt nicht. Und jetzt haben sie beide laufen lassen. Also es ist schon Klavier, aber also Keyboard oder. Da. Also, es ist vielleicht irgendein komischer Flötenton, aber es ist keine Flöte. Und es hat langes Intro, muss man noch sagen. Du musst natürlich, also. Vielleicht, wenn du das einstellen auf dem 80er-Jahr-Keyboard oder so, dann steht vielleicht dort Flöte. Ah, weil die Klänge sind einfach schlecht gewesen. Ja, das kann sein.
Aber also jetzt, wenn man so jetzt hört, ist es einfach so schön. Sind ja da echte Flöten eingespielt in den Ton und so. Mhm. Aber sehr gut gemacht. Und das ist natürlich die 80er, vergiss das. Das ja. Hat natürlich trotzdem den Charme, aber ja. Ja, es tönt auch so. Aber wenn du jetzt halt hast, will, etwas spielen, wo wirklich ja. Es tönt wie eine Flöte, dann ist doch nichts. Aber es ist ja kein wüster Ton. Mhm. Was hast du da zu dem Lied zu sagen? Ja, viel mehr habe ich gar nicht aufgeschrieben. Es hat mir einfach gefallen. Ja, das ist schon mal gut. Eben noch ein ziemlich langes Intro. Eine Minute. Von diesen fünf. Mhm. Oder fast fünf. Und das ist so... Das ist so, ich glaube, der einzige straightforward love song, den David Byrne geschrieben hat. Wie sowieso gesagt. Und da ist so... es hat halt schon so das naive Feeling. Und er hat gesagt, dass dafür, wenn es im Leben so alles peachy ist, also peachy ist, glaube ich, so halt gut, böse gesagt, also gut gesagt. Da ist es dann, wenn er gesagt hat, das ist eigentlich so alles positiv, aber ich glaube, also der Online-Leute sagen, also das kann natürlich auch stimmen, ist noch so, eben weil es halt auch naive Melodie heisst, ist so, dass da alles noch ein bisschen Schein ist halt. Und die sind einfach zu naiv und eigentlich ist so in der Beziehung ist so, ist natürlich nicht immer alles 100% gut im Leben, weißt du? Mhm. Ja, die sind naiv. Jetzt noch irgendwie so noch den Unterton. Aber nevertheless, sehr schönes Lied. Jawohl, da habe ich aber auch gefunden. Und das ist der Abschluss vom Album. Dann wären wir jetzt schon beim Fazit angekommen. Gut, ich habe eigentlich das meiste schon gesagt. Mhm. Wenn man jetzt etwas Negatives sagt, ist es eine wahnsinnige Variable. So ein ja. Unterschied, oder? Aber nicht extreme Wechsel. Da haben wir ja auch schon Alben gehabt, die grosse Bandbreite haben. Mhm. Aber nicht. Sind neue Lieder, irgendwie so die Hälfte, ist aber gleich. Ist ja gut. Sehr gut. Mhm. Hat mir gefallen. Ja, und ihren Stil ist, also, das ist jetzt schon beeindruckend und besonders, dass das gespielt ist. Wie professionell dass das ist. Und wenn du nur sagst, das ist live auch so gut, dann muss ich da mal hören. Du musst echt mal, du musst, schau einfach mal den Film im Fall, weil der ist echt einfach ein Banger. Mhm. Ich bin sicher irgendwo. Sonst sagt man auch live. Mhm. Tönt ja nicht gleich gut, aber wenn du siehst auch noch oder wirklich vor Ort bist, mhm. dann zählt dann anders mit und das ist auch gut und ein Erlebnis. Mhm. Aber wenn es dann auch noch anbringt, dass es sehr gut tönt, das ja. Ist schon cool. Und du hast ja auch den der Radiohead in the Basement Konzert, ja. Da Live-Ding. Mhm. Da gibt es auch so ein 50-Minuten-Video. Ja. Und das ist also auch auf Letterboxd, auf dieser Filmseite. Und Talking Heads, also die sind so mega leicht beieinander, aber Talking Heads ist sogar noch ein bisschen besser. Also es ist auch ein bisschen besser, weil es ist halt noch aufwendiger und so, würde ich sagen. Ja, ist jetzt viel bist nicht aufwendig, also im Basement. Eben, weil das ist einfach im Basement. Ja. Und das andere ist so ein Stage mit Leuten und Radio Amerika-Kameras, aber halt so geiles Camera-Work. Mhm. Also ist auch filmisch sehr krass. Und wenn wir schon bei Radiohead sind, ich weiß nicht, wie das Lied da ist, also ist nicht von da, soweit ich weiß, aber Radiohead, die haben ihren Namen von einem Talking Heads-Song. Okay. Wo sie irgendwie etwas von Radioheads sagen und dann so, ah, das ist cool. Das nehmen wir. Okay. Ja, da ist, also, war erst jetzt ein Sinn gehabt. Ich habe mich aber schon noch jetzt gefragt heute, wo gehört man heute Einflüsse von Talking Heads? Mhm. Musikalische. Wo geht das überall an? Wer hat sich da inspirieren lassen? Das wäre mal interessant. Hast du da etwas gesehen? Ich weiß nicht echt, weil manchmal ist es so schwierig, zum so das herauszufinden, wer so inspiriert ist. Also ich nehme sicher an,
Radiohead ist inspiriert, jetzt vielleicht nicht unbedingt durch den Sound, das ist nicht so mega ähnlich, aber vielleicht irgendwie durch die Art von Genre-Mix oder ich weiß nicht, von irgendwie halt einfach, wie sie es angegangen haben. Oder, also ich nehme da mal an, dass die Band gut gefunden haben, wenn sie ihren Namen von einem Lied von ihnen genommen haben. Nein, das schadet es nicht. Und der David Byrne macht halt heute immer noch Musik. Und, also alleine halt. Der ist zum Beispiel mit Japanese Breakfast, hat er jetzt irgendwie ein Lied gemacht. Auf so einem Yoko Ono Ding-Album. Wie sagt man? Tribute-Album. Und ja, ich habe das Gefühl, der Einfluss von Talking Heads ist halt vor allem in Indie-Musik von heute. Ich kann jetzt, wie gesagt, niemand speziell rausgreifen, aber ich habe das Gefühl, das sind so die Gruppe von Leuten, die sich da angesprochen fühlen. Weil ich höre es jetzt erst recht nicht in die Popmusik heute raus, bös gesagt. Von dem her eigentlich noch krass, dass die in den 80er mit so Avantgarde-Musik fast, also schon ein bisschen Avantgarde, halt durch all die Genre-Mixes, so recht gross sind. Weißt du, was ich meine? Aber Hat's, aber mir kommt auf Daft Punk in den Sinn, das kann natürlich sein. wo ich so ein bisschen Sachen, Gefühl habe, wiederzuentdecken. Nicht, dass ich jetzt ein mega Experte bin. Okay. Aber eigentlich, die haben ja auch, ist ja nicht alles nur elektronisch, eigentlich so das ähnliche Instrumentenmix Ja, oder Equipment. Daft Punk kann gut sein. Der Gesang ist dort natürlich viel minimalistischer, meistens. Weil da ist er zentral bei Talking Heads. Ja. So, aber vom jetzt das Hintergrundgerüst habe ich das Gefühl, der könnte ein bisschen ähnlich sein. Aber das ist mehr so ein spontaner Vergleich. Ja, aber das kann schon sehr gut Daft Punk auch fühlen. Nimmst Talking Heads und Giorgio Moroder und Ja. dann nochmal zwei, drei Sachen. Ja, also ich habe es auch kurz gegoogelt und die wollen mir keine genauen Leute sagen. Aber da steht: Talking Heads is one of the most celebrated bands of the 70s and 80s. By the time of their breakup, they had recorded everything from art funk to polyrhythmic world beat explorations and simple melodic guitar pop. Talking Heads art pop innovations have had a long lasting impact. Aber sie sagen mir nicht auf wer. Wie gesagt, ich bin schlecht da rausgehören, aber ich nehme einfach mal deren Wort und sage, dass viele Leute inspiriert sind. Ja, das denke ich auch. Gut. Eben wie gesagt, Talking Heads finde ich auch sehr geil. Habe noch nicht so viele Alben gehört, ehrlich gesagt. Aber habe ich gern. Und das Album, wenn sie da die paar Lieder in der Mitte rausnehmen, hat sie eine CVC-EP. Aber das ist halt ein Album, mit dem haben sie auch noch so ein paar Sachen reintun. Aber da macht es jetzt auch nicht kaputt, weil es hat auch viele sehr gute Lieder, finde ich. Und ja, das wäre es mit Talking Heads. Wir haben jetzt noch ein kleines Ankündigungsding. Nämlich, also es ändert jetzt nicht so mega viel, aber wir können jetzt wahrscheinlich einfach alle 2 Wochen Folgen machen, aber das Ganze ein bisschen umstellen. Und wir machen es jetzt so, dass jetzt zum Beispiel ich ein Album wähle, wo ich ihm würde näher bringen, aber wir machen es jetzt nicht so wie jetzt da, dass wir es beide hören und dann so jedes einzelne Lied unbedingt durchgehen. Sondern er hört es einfach mal und ich tue mir so fett zusammen recherchieren oder halt mein Wissen kurz aufschreiben, was ich schon weiß. Und dann mache ich so einen Deep Dive, wo ich ihm erzähle und er kann halt Fragen stellen und sagen, wie er es gefunden hat und so. Und dann machen wir das gleiche natürlich noch umgekehrt. Genau, und so, also ist nicht, dass es immer mega schwer war, zum herauszufinden, ja, was machen wir jetzt das nächste Mal? Aber wir haben jetzt einfach so ein das Gefühl gehabt, mal etwas Neues auszuprobieren und Ja. probieren so jetzt mal uns gegenseitig ein bisschen
Lieblingsalben vielleicht, ja, ist jetzt übertrieben, aber so ein bisschen Favoriten einander versuchen näher zu bringen und durch die mehr Zeit, wo man sich auch für jetzt eben noch Recherchen und so kann, ich auch noch ein bisschen Hintergrundinfos. Ja, und so ist es auch einfach ein Album nehmen, wo man ein bisschen länger ist, weil da jetzt auch immer oft auf die Länge schauen. Mhm. Also wenn man ein Album gesehen, wo über eine Stunde geht, dann ist immer so, nee, lass lieber etwas machen, wo so 45 Minuten geht. Das müssen wir jetzt da nicht mehr unbedingt so schauen. Mhm. Und es ist dann auch ein bisschen weniger immer so mechanisch, als jetzt, wie wir es da haben, wo man so Lied für Lied für Lied gehen, weil das müssen wir dort eigentlich nicht unbedingt. Ja, das stimmt. Wenn man das will, kann man das dann halt, wenn es irgendwie etwas zu sagen hat, aber wollen wir nicht. Gut, jetzt Rhythmus sind wir noch nicht ganz, ganz sicher, aber sicher die nächste ist in 14 Tagen. Und dann können wir ja schauen. Und dann, vielleicht können wir auch einen Wochenrhythmus, oder weil jeder, der dann das intensivere Teil hat, hat er dann gleich wieder 2 Wochen, bis er wieder drankommt. Genau. Das wird sich jetzt noch zeigen. So ist es. Und das probieren wir ab Nummer 38. Ja. Und der Ball liegt zuerst bei dir. Genau. Und ich habe mich entschieden für das erste Studioalbum von Kanye West, mein Lieblingskünstler. Und das Album ist The College Dropout. Von 2004, sage ich jetzt aus dem Kopf. Ich hoffe, das stimmt. Sonst kann ich gerade nochmal sagen, könnte ich mir gerade. Also, hast du jetzt auch gesagt, das ist mein Lieblingsartist, wenn ich dann nicht weiß. Ja, gut, wenn du dann nicht dieses Jahr auf dem Album warst. Ich habe recht gehabt. Sehr gut. Ich weiß noch nicht, was ich denn mache. Du hast auch noch Zeit. Aber ich drohe schon mal mit irgendeinem schweizerdeutschen Album. Oh, okay. In nächster Zeit. Ja, das kannst du nie machen, weißt du? Da kann ich nichts sagen. Ich kann da mal sonst noch etwas Deutsches. Da haben wir bis jetzt eigentlich nur Kraftwerk. Ja. Schauen wir mal. Yes, yes. Gut, lassen wir uns auch überraschen. Ich habe dann bis in 2 Wochen und wir wünschen. Genau, gute Zeit. Bis dann.